Freunde, es ist wieder Zeit für die Dating-Show. Heute wieder 10 Jungs und 10 Damen. Nee, was laber ich, Digga? Und eine Dame. Ich finde, ich sehe aber irgendwie noch nicht passend gekleidet aus. Deswegen ziehe ich mir jetzt wieder kurz den Anzug an, Digga. Freunde, seid ihr bereit für den Kommentator des heutigen Abends? Gib mir ein Ja in den Chat oder eine 1. The one and only, the best looking guy from the world. Eigentlich schade, dass ich heute nicht zu klären bin, oder? Sollen wir schon mal zu den Kandidaten gehen, Chat? Sollen wir uns schon mal anschauen, was die Kandidaten so machen? Salam! Hallo? Salam alaikum. Was geht? Gut drauf? Wir sind siegesicher, Linus. Also ich bin siegesicher. Heute ist auch der Vorteil schon mal, den ich nicht nennen kann. Nee, ist eigentlich ein Nachteil. Dennis ist nicht dabei. Dennis ist nicht dabei. Und dann habe ich... Oh, das ist ein dicker Nachteil. Dicker, das heißt, Dennis 2. Es gibt noch keinen, der definitiv letzter ist. Ja, Lukas. Digga, ich bin dir gleich Nils. Lukas war letztens auch schlecht, ja. Der Jules muss noch kurz duschen. Dann hat er, glaube ich, gedacht, das wäre so ein Vor-Ort-Date. Hat nicht verstanden. Geht Jules jetzt noch duschen? Der Jules geht noch duschen, hat er gesagt. Digga, der will mich verarschen, oder? Also kurz mal schon mal zu den Kandidaten. Bevor sich hier einige fragen, Niklas, was treibt dich hierher? Du hast letztes Mal gewonnen, ja, eigentlich? Was ist passiert, dass du wieder hier bist? Gut, also an dem Tag hieß es ja, ich soll mit Annalena alleine in den Talk gehen. Das ja? Problem war, ich war sehr müde und musste schlafen. Das heißt, ich hatte nicht die Möglichkeit, mit Annalena zu reden. Dann habe ich ihr nochmal geschrieben und irgendwie ist nichts geworden. Und das ist schwach? Das liegt auch ein bisschen an Annalena, würde ich sagen, nicht nur an mir. So ist es meistens, ja. Ich dachte, wir geben dir nochmal eine Chance. Problem an der ganzen Sache ist, Niklas hat letztens gewonnen und Jungs, ihr wisst, gegen Niklas könnte echt gefährlich werden. Also wenn du heute wieder gewinnst, Digga, ich sag, wie es ist, du bist für immer hier raus aus der ganzen Nummer. Aber gleichzeitig ist heute Asmir auch wieder am Start. Und Asmir, für dich wird's heute, glaube ich, besonders lustig. Für mich wird's richtig lustig heute. Ich habe nämlich eine Sache erfahren, das könnte sehr unangenehm werden. Wen haben wir noch von letztem Mal dabei? Patrick. Patrick letztes Mal auch direkt rausgeflogen. Und die Leute wollten aber unbedingt, dass Patrick wieder dabei ist. Und deswegen ist Patrick auch unbedingt wieder dabei. Noxy musste ich auch einladen nochmal. Der Rest sollte sonst relativ neu sein. Jules ist heute dabei. Jules wird das Unangenehmste. Also wer am unangenehmsten ist, ist definitiv Jules. Also. Das sind erstmal schon mal alle, die mitmachen, Chat. Wir warten noch auf einen Teilnehmer. 9 Teilnehmer sind zumindest am Start. Und bevor das Ganze mit der Dating-Show heute losgeht, für alle Leute, die neu sind und nicht wissen, wie die ganze Dating-Show funktioniert, hier einmal ein kurzes Intro. In diesem Format versuchen 10 Männer das Herz von dieser Dame zu erobern. Sie kämpfen in 3 Runden um ein ultimatives Date mit ihr. In Runde 1 haben sie exakt 1 Minute Zeit, um sich der Dame vorzustellen. Danach werden 4 von ihnen rausgevotet. In Runde 2 müssen sie alles dafür geben, um ihre zukünftige zu entertainen. Nur wenn sie hier überzeugen, kommen sie in das große Finale. In diesem Finale treten die letzten 3 Verbliebenen gegeneinander an und müssen sich Rede und Antwort stellen. Nur derjenige, der hier überzeugt und zeigt, warum er besser als die anderen ist, kann am Ende das Herz erobern. So läuft das Ganze heute ab. Hallo? 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 Gott, wo sitzt du, Alter? Ich sitze in meinem Internatszimmer. Das sieht aus wie eine Küche. Oh, das ist aber, nee, das ist keine Küche. Das sieht ja mächtigst aus wie eine Küche. Das ist aber keine Küche. Das ist, also. Freunde, ich muss einmal ganz kurz zwischengrätschen, denn ich wollte euch kurz mitteilen, dass mein Partner Holy für die Weihnachtszeit coole Specials rausgehauen hat, wie beispielsweise diese exklusiven Sorten bis Weihnachten oder andere coole Gadgets. Falls ihr meinen Partner noch nicht kennt, da gibt's Energy und Eistees und diese Eistees und Energies haben deutlich bessere Inhaltsstoffe als die anderen auf dem Markt. Deswegen kann ich die nur empfehlen. Und falls ihr mal probieren wollt, könnt ihr ganz easy mit meinem Code LiveLinus oder LiveLinus5 euch einfach mal die Testpakete schnappen und alle Sorten mal durchprobieren. Mein RTL! Ja, 2. Folge Dating Show. Du hast die erste Folge gesehen, du weißt, wie es funktioniert. Stell dich erstmal vor. Also ich bin Sophie, ich bin 18, komme aus Thüringen und mache gerade eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. Heilerziehungspfleger, okay. Ja. Du weißt selber, was jetzt gleich passieren wird und das sehr unangenehm wird. Aber ja. Es gibt leider einen Fakt über euch. Ich habe die Dating-Show geplant und dabei ist mir eine Sache ins Auge gesprungen, die sehr, sehr unangenehm wird. Oh Gott. Ich würde sagen, ja. Wir fangen einfach knallhart an und holen die erste Person rein. Asmir? Hallo. Das ist jetzt wirklich unangenehm. Hey. Hey, ich bin Asmir. Asmir, warte kurz. Hast du irgendwas zu sagen kurz? Soll ich sagen oder was? Ja, es tut mir wirklich leid. Ich kann dafür nichts. Ich wusste das nicht. Also Leute, für mich ist es ganz unangenehm, denn Sophie ist in meiner Klasse. Es tut mir wirklich... Mehr möchte ich aktuell nicht sagen.
Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich habe gestern mit Sophie telefoniert und Asmir war schon fester Kandidat. Ich habe sogar sie extra genommen, weil ich wusste, dass Asmir zum Beispiel aus Thüringen kommt und noch ein anderer Teilnehmer aus der Gegend. Und dann dachte ich, das wäre doch perfekt. Und auf einmal kam dieser Fakt zum Vorschein. Ja, ich muss eigentlich nicht viel zu dem sagen, glaube ich. Okay, warte, stopp. Wir müssen das Format ja trotzdem so lassen. Asmir, deine Minute startet jetzt. Genau, ich bin der Asmir. Ich bin 22, komme aus Thüringen und ich mache eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Meine Hobbys sind so Fußball. Ich spiele seit 13 Jahren Fußball. Auch so ein bisschen Social Media nebenbei. Ich gehe gerne feiern auf jeden Fall. Mal was zu dir. Auch 18. Ich bin Sophie. Ich mache tatsächlich auch Heilerziehungspflegerin. Kennen uns ja jetzt auch schon 2 Jahre. Feiern gehe ich auch gefühlt jedes Wochenende. Ja. Was ich kurz fragen muss, weil ich habe absolut keinen Plan. Wie gesagt, ich wusste das wirklich nicht. Kennt ihr euch? Man muss ja nicht in eine Klasse gehen und sich richtig gut kennen. Doch, wir kennen uns eigentlich ganz gut. Wir waren, glaube ich, 2 Jahre auf dem Internat zusammen jeden Tag. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, Asmir, du bist zwar der King, wir wissen es, aber Asmir darf heute nicht bevorzugt werden, nur weil du ihn wirklich kennst, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Also, das soll jetzt nicht böse klingen, aber... Nein, und Asmir, kurz, schnelle wichtige Frage, bist du mir sauer? Alles gut, nein, das ist schon wirklich sehr unangenehm, weil ich jetzt gerade weiß, dass meine ganze Klasse zuschaut. Ja, aber es ist tatsächlich auch ihre ganze Klasse. Es ist tatsächlich auch ihre ganze Klasse und auch ihre Klassenlehrerin, die wahrscheinlich gerade mit zuschaut. Ja, hallo, ich bin leider der Typ, der das gerade in die Wege geleitet hat, tut mir wirklich leid. Mehr muss ich aktuell nicht sagen, wir kennen uns sehr gut, aber sie soll mich nicht bevorzugen, das ist auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr gut. Das war ja richtig unangenehm, heilige Fandest Scheiße. Du? Ja. Luca! Morgen. Luca auch letztes Mal schon dabei? Was war da jetzt? Okay, deine Minute startet jetzt. Servus, ich bin Lukas, 18, komme aus Baden-Württemberg unten. Habe ja schon ein paar Sachen über euch gehört. Wichtige Frage, Spotify-Rap, was war so bei dir? Also jetzt das vom Endjahres-Ding, was man die Story postet. Ja genau, da war bei mir auf dem ersten Platz Tilo. Da war aber auch noch Sia dabei. Bei den Liedern war da 9pm Frankfurter Tor dabei. Weiß nicht, ob du das kennst. Sag mir jetzt nichts, nee. Kenn nur Frankfurt Hauptwache, ist auch... Hast du viel Musik oder? Ja. Hast du das schon im Führerschein? Ich bin dabei. Theorie noch oder schon Praxis? Also Theorie habe ich bestanden und bei der Praxis bin ich gerade. Ich mache gerade Fahrstunden und ich hoffe, das geht dieses Jahr noch. Sag Kisi, kann man in deinem Auto probieren? Ja, nee. Gut, hier ist die Minute auch rum. Ja, vielleicht in der zweiten Runde kann sie das oder so, keine Ahnung. Jetzt hätte ich es wieder fast verkackt. Nein, das ist aber auch nicht schlimm, weil ich würde auch niemals eine Frau mit meinem Auto fahren lassen. Ja, ich bin auch keine besonders gute Fahrerin. Also ja, so wirkst du auch. Ich fahre nur Automatik. Was? Gut, das scheiß drauf, dann lassen wir das Thema lieber vielleicht. Felix. Was geht? Hallo. Hi Felix, deine Minute startet genau jetzt. Okay, ich möchte mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Felix, aber du kannst mich auch Donovan nennen. Ich bin 19 Jahre alt und ich esse meinen Döner ohne Salami. Hä? Isst man Döner überhaupt mit Salami? Ach, du auch nicht? Guck mal, wie viel wir gemeinsam haben. Hey, warte mal, ich kenne das gar nicht. Wie? Döner mit Salami? Esse ich auch immer. Auch. Wir essen es nicht. Guck mal, wie viel wir gemeinsam haben. Willst du dich mal kurz vorstellen, dass ich mir so ein Bild von dir machen kann? Ja, also ich bin Sophie. Ich bin 18, komme aus Thüringen und mache gerade eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Thüringen? Wo aus Thüringen? Kennst du Gera? Ich kenne Gera. Mein Vater wohnt in Kleinager. Ja, so in der Nähe davon. Ich muss aber auch nochmal dazu, das soll jetzt kein Front sein an die anderen Kandidaten, aber du weißt ja wahrscheinlich, dass die anderen Kandidaten schon letztes Mal dabei waren. Erstes Mal und ich mache das nur, weil ich wusste, was für eine wunderschöne Prinzessin hier ist. Das ist eine Lüge, er wusste gar nicht mehr teilnehmen. War cringe as fuck. Die Minute ist tatsächlich auch rum, deswegen danke ich dir, wir sehen uns vielleicht in der zweiten Runde, ne? Ist die Minute rum? Ja, wir sehen uns. Was sagst du zu ihm? Ist ganz sympathisch auf jeden Fall. Ich denke mal, man kann sich auch gut miteinander unterhalten, aber das am Ende war schon ein bisschen cringe. Nein, Quatsch. Also ich muss sagen, Döner mit Salami, das ist schon was Feines, ja? Janik! Wird's gut riechen? Die Minute startet jetzt. Also, ich bin Janik, ich bin 19 und ich habe dir eine Blume gebracht, okay? Hier, hoff, du magst Blumen? Ja, aber ich kann mich nicht um die kümmern. Ich auch nicht, alles gut. Die ist aus Plastik, mach dir keinen Stress. Ich wusste das natürlich. Also, guck mal, pass auf. Meine Person, okay? Ich lauf Eis seit 10 Jahren, okay? Und ich bin letztens umgeknickt, seither bin ich behindert. Kannst du mich gesund pflegen? Weiß ich noch nicht. Blöd. Wir könnten ein Buch lesen. 10 Sekunden noch, ich sag nichts. Dann habe ich es nicht so. Jetzt wird's unangenehm. Aber ich bin auch Eislaufen gewesen letztes Mal, aber ich kann es nicht. Ja. Ich denke, die Zeit ist schon lange rum. Jetzt wird es richtig unangenehm. Also, wir könnten mal zusammen buchen. Ja, gut. Mach mich weg hier. Aber Janik, das hat man nicht gesehen, das fand ich ein bisschen schade. Der meint das, glaube ich, voll ernst, ne? Der hat nämlich einen Gips oder irgend so einen Fuß. Wie nennt man sowas?
Achso, du bist doch drin! Hä? Ja, vielleicht willst du dein Ding nochmal zeigen? Also dein... Mein Ding? Ja, ja genau. Okay, ja, wir sehen uns in der zweiten Runde, glaube ich, nicht. Nee, ich auch nicht. Das war richtig gemein jetzt. Dass du einfach gesagt hast, dass man ihn in der zweiten Runde nicht mehr sieht. Ich hab aber gar Nein, nicht das ist ja gar nicht meine Entscheidung. Das ist ja auch dein Ding. Vor allem, wie kann man so einen armen Jungen nicht weiterlassen? Ich meine, hast du gesehen, was er für Schmerzen hat wahrscheinlich? Scheiße, ich bin schon dran. Oh Gott. Was war das? Ich bin im Internat. Die ganzen aus dem Internat gucken gerade diesen Stream hier. Und ich stehe vor meiner Tür und machen irgendwelche... Hallo Geräusche. Jungs, nix machen. Jetzt reicht's aber auch. Was? Du musst mehr FIFA spielen. Ich stehe auf alles. Ja, ich bin dabei. Okay, ey, Jules. Deine Minute startet genau jetzt. Ah, ja, es geht. Ich bin Jules, komme aus Karlsruhe. Und ganz kurz, wie heißt du und wie alt bist du? Mehr muss ich gar nicht wissen. Ich bin Sophie und bin 18. Sophie, 18. Guck mal, Sophie, ich habe noch was Kleines für dich vorbereitet. Oh Gott, nein. Guck dir das mal ganz kurz an. Habe ich hier eine kleine PowerPoint für dich. Warum bin ich der Richtige? Mit mir fährst du Ferrari. Ich mache für dich Zuckerwatte. Ich beschütze dich. Worauf wartest du? Mit mir hast du den Volltreffer. Ach du Heilige. Also das Kacke. War schon... Fett kreativ. Dankeschön. Jetzt aber noch zu dir. Kurze Frage. Wenn das Ding hier gut ausgeht, wo willst du mit mir zusammen Urlaub machen? Lassen wir noch. Also Zeit ist vorbei. Auf jeden Fall an einem warmen Ort, weil Kälte hasse ich. Türkei? Ja, das klingt ganz gut. Okay. An der Stelle lassen wir es auch. War kein schlechter Move, Digga. Also sag ehrlich, der war schon echt gut. Hi. Hi. Deine Minute startet genau jetzt. Okay, hi. Sophie, habe ich jetzt gerade gesehen, dass du Sophie heißt. Wie alt bist du? 18. Aber 18. Das ist schön, dass du dir meinen Namen gemerkt hast. Ja gut, Sophie, So, also hi, ich bin Niklas, 19 Jahre alt. Du bist Alisa, wie alt bist du? 18. Ah nee, du bist gar nicht Alisa, ne? Du bist Anna. Okay. Das du bist 18, ich bin Niklas, bin 19 Jahre alt, trink gerne Monster Mango Loco. Was ist dein Lieblings-Energy-Drink? Ich trinke nicht gern Energy, davon kracht mein Kreislauf zusammen. Okay, ja gut, ich bin tatsächlich ein bisschen lost. Das ist so meine Persönlichkeit, ich habe mein Abi nicht bestanden. Wie sieht's bei dir aus? Also, ich habe nicht mal Abi versucht zu machen, aber ich bin auch extrem lost. Das kann das meine ganze Klasse betätigen, die können das ja mal in den Chat schreiben oder so. Ich habe aber meinen Realschulabschluss gemacht und mache jetzt eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Das ist doch schön. Ich habe gerade gesehen, deine Nägel, zeig mal nochmal bitte. Die sind aber schon extrem rausgewachsen. Aber die sehen gut aus. Zeit ist vorbei. Niklas, die Fragen könntest du ja in der zweiten Runde stellen, falls du weiterkommst. Weil was ich nur sagen wollte, hey, ist überhaupt nicht schlimm, wenn man keine Energy trinkt. Ich meine, Holy ist sowieso der beste Energy, wollte ich nochmal erwähnen. Ne? Es gibt ja auch mittlerweile Eistee, ne, von Holy oder allgemein. Also ist überhaupt kein Problem, ja. Aber trotzdem war unangenehm für dich, Niklas. Tschüss. Wie fandst du Niklas? Auch ganz sympathisch. Also, ich weiß nicht, sympathisch ist so mein Lieblingswort, deswegen sympathisch. Ich denke, der hat eine gute Persönlichkeit, also dass man sich halt so gut versteht, wenn man sich zum Beispiel trifft oder so. Hallo. Hi. Hallo, Linus. Hallo, Noxy. Genau. Deine Route stand jetzt. Schön, dass ich jetzt mal da sein darf. Hi, Sophie. Mein Name ist Tobi. Ich bin 24 Jahre jung. Arbeite als Servicetechniker. In meiner Freizeit gehe ich ins Fitnessstudio. Wie man da hinten sehen kann, fahre ich auf dem Motorrad. Gehe gerne mit Freunden raus, was essen, was trinken. Ich glaube, es wurde noch nicht gefragt oder ich habe es überhört, weil ich gerade noch ganz kurz in der Küche war. Was machst du in deiner Freizeit hobbymäßig? Ich glaube, es wurde noch nicht beantwortet. Oh. Also in meiner Freizeit gehe ich eigentlich feiern. Am Wochenende natürlich noch. Sonst habe ich halt Schule. Danach mache ich meistens so einen Mittagsschlaf. Und dann mache ich dann halt auch nicht mehr viel. Alter, sonst halt nur noch so mit krank. Freunden so ein bisschen. Was sind das für Hip-Hop-Clubs? Unterschiedlich. Da kommt man manchmal so Tech-Veranstaltungen, aber auch so was mir? 90s-mäßig. Also ich gehe eigentlich zu jeder Veranstaltung. Das heißt auch Konzerte und Festivals, oder? Auf einem Festival war ich noch nie, auf einem Konzert schon, aber es ist schon ewig Sorry. Her. Der macht aber so ich habe vor, mal auf einem Festival gegönnt. Zu gehen. Noxy, bis später. Das war der vorletzte. Einer aus uns ist nämlich heute abhanden gekommen, deswegen sind wir nur 9 leider. Und jetzt kommt der letzte. Und da sage ich, wie es ist. Patrick, letztes Mal Verlierer der Herzen. Patrick, Hallo. Das ist deine Chance. Du wurdest gefordert von der Community. Die wollten dich wiederhaben. Und heute kannst du alles richtig machen. Gib mein Bestes. Deine Minute startet jetzt. Hallo, erstmal zu mir. Ich bin Patrick, 19 Jahre alt. Mein Nachbar spiele ich Fußball, treffe mich mit Freunden und so weiter. Und eine Frage, die ich an dich habe. Jetzt erstmal, magst du Bubble Tea? Es geht. Ist nicht wirklich mein Lieblingsgetränk, aber ich trinke ab und zu. Digga, der Chat geht schon wieder so ab, Alter. Weil, also ab und zu halt schon
gelegentlich. Also ich hatte erstmal eine Frage an dich bezüglich zu dem Bubble Tea. In Hannover soll es ganz guten Bubble Tea geben. Wenn du willst, kannst du ja mal nach Hannover kommen. Ach, er macht denselben Fehler doch mal. Ich komme auch aus Hannover. Er lehrt also, nicht. Wenn du mal Lust hast, den besten Bubble Tea in Deutschland auszuprobieren, dann kannst du gerne nach Hannover kommen. Nee. Ich kann es mir mal überlegen. Sowohl der Bubble Tea als auch hier das Fußballstadion ist sehr schön. Genau, sehe ich aber auch so. Aber zweite Liga ist, naja. Okay, Patrick, wir sehen uns. Ey, sorry, dass ich das jetzt vor dir sage, ne? Aber letztes Mal, ich weiß nicht, wer es war, der hat schon mal denselben Fehler meiner Meinung nach gemacht. Nämlich, er hat zu sich eingeladen. Freunde der Sonne. Ja. Also, das soll jetzt nichts Negatives sein, ne? Ladet doch nicht zu euch ein. Wir haben spontan noch einen Neuzugang. Erik will auch noch mitmachen, dann haben wir 10 Leute. Deswegen ist doch jetzt der letzte Erik. Deine Minute startet ab jetzt. Moin, ich bin Erik, bin 18 Jahre alt. Ich bin, in der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. In meiner Freizeit bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr, spiele ein bisschen Volleyball mit ein paar Leuten von der Freiwilligen Feuerwehr. Das ist mein Mod, den kenne ich. Ich glaube, das hatte ich auch noch gar gefragt. Ich bin noch nicht so lange hier. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du gezwungen bist, irgendwelche Freizeitaktivitäten mit Freunden zu machen? Oh, schwierig. Unter der Woche gehen wir manchmal Eislaufen. Oh, finde ich auch geil. Wie gesagt, nicht so gut. Sonst eigentlich nicht so viel. Vielleicht halt nur manchmal am Wochenende halt feiern mit Freunden. Mehr feiern oder mehr trinken? Mehr feiern. Aber Erik auch ein super Typ zum Feiern. Der kann verträgt richtig viel. Das ist top. Wollte ich nur abgeben. Ja, im Gegensatz zu dir. Erik ist raus, nicht in der zweiten Runde. Ich muss ehrlich schon mal sagen, für alle, die die erste Folge mitbekommen haben, heute finde ich erstmal für den ersten Moment schon ein Stückchen spannender. Es gibt heute sehr viele Kandidaten, wo ich sage, da würde ich auch mal so auf den. So. Auf jeden Fall musst du jetzt entscheiden, wen von den Jungs du rausvotest, ja? Wir haben 9 Jungs und du musst 3 rausvoten.